Hey, meine lieben Motivate-Freunde, nein, ich habe mir die Haare wieder zusammen gemacht, denn es ist warm in der Toskana Deutschlands. Und heute kam er an, der heilige Gral der Motu-Bücher. Und zwar heute dabei meine fantastischen Töchter, sagt mal Hallo. Und meine kleine fantastische Tochter hat mir gerade das eigentliche, reguläre Buch von James Etok überreicht. Das ist das reguläre. Das ist aber schon wieder weg. Denn ein guter Freund von mir, liebe Grüße, hat das aus meiner Sammlung übernommen. Und heute kam der heilige Gral an. Kriege ich das Paket? Ist schwer. So, Dankeschön. Da drin ist der heilige Gral aller Motu-Bücher verpackt. Wir machen den auf. Heute wieder mit einem Cutter, weil ich wirklich ultra vorsichtig hier sein muss. Und ich bin sehr gespannt, ob das auch wirklich drin ist. Oder ob da irgendjemand einen Backstein reingelegt hat. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. So. Das Paket ist auf. Wir haben riesen Foppenolien. So, bitte nicht jetzt, sonst knallt es. Jawohl, es ist, ich glaube es nicht, das ist wirklich drin. Ich glaube es nicht. Der Gral ist bei Jesus of Motu Universe angekommen. So, pass auf. Das ist unglaublich. Das Ding ist original verschweißt. Ihr wisst, dass dieses normale Ausgabe ja, schon unglaublich lange vergriffen ist. Dieses Teil hier gab es im regulären Handel überhaupt gar nicht. Und ich zeige es euch. Ich glaube, das ist so crazy. Da ist es. The Holy Grail of Motu Books. Ist natürlich ein bisschen doof, wenn das alles so blendet. Eingeschweißt. Goldkanten. Das ist die Rückseite. Ich hole es gleich raus. Ich werde es aus der Verpackung öffnen. Muss ich mal hier das mal ein bisschen niedriger machen. So, dann ist das vielleicht auch ein bisschen besser. Jetzt sehe ich natürlich nichts mehr. So, ja. Wahnsinn. Wir werden das jetzt gemeinsam auspacken und werden dann einfach mal gucken, ja, wie das Teil wirklich aussieht. Auch hier haben wir Goldkanten. Ich muss extrem vorsichtig sein. Oh mein Gott. Hey, Leute, ganz ehrlich, ich bin dezent am Zittern. Boah. Ich habe, als ich das Review damals von Pixel Dan gesehen habe, ich gesagt so, boah, wo kriege ich dieses Buch her? Und ich kann euch, boah. Oh. Oh, guck mal. Kein Scheiß. Boah, das ist der Hammer. Das ist der Hammer, Freunde. Ich flippe voll ab. Das ist übrigens so ein Schutzhüllenumschlag. Ich mache den gleich mal weg. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Und hier sind die Goldkanten. Ich bin dezent am Zittern, ey. Nicht, weil das Buch so schwer ist. Oh, das ist unglaublich. Das ist Ehrfurcht pur. So, ich mache das jetzt mal auf. Ich mache jetzt mal diesen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich mach jetzt mal diesen Schutzumschlag hier weg. Mittels. So, ich zeige euch den jetzt einfach nochmal. Das ist wahnsinnig schön. Das ist der Schutzumschlag für den Staub. Bitte ganz vorsichtig, ja? Leute, ich bin fix und fertig. Und jetzt zeige ich euch. Ich zeige euch jetzt die Motu-Bibel. Und das sieht wirklich so aus. Das ist es. Und das ist
Unglaublich. Unglaublich. Ich guck dir das mal an. Ich kann nicht glauben, dass ich dieses Buch in meinen Händen halten darf. Das ist. Es ist Wahnsinn. Also. Oh, oh, Leute, das. Ich traue mich, das kaum anzufassen, ja? Das ist wirklich unglaublich. Ich bin total am Zittern. Ich bin total am Zittern, ey. Ohne, ganz ehrlich, Leute. Das ist natürlich inhaltlich das, was in dem anderen Buch auch drin ist, ja. Aber es ist einfach die Limited Edition. Und die Limited Edition, die ist auf 1000 Exemplare ja, limitiert. Ja, und ja, ich bin schwer begeistert von diesem Teil. Also wenn ihr das wirklich mal kriegen solltet, dann schlagt zu. Das ist wirklich, das Ding sieht aus wie eine Bibel. Das sieht aus wie eine Bibel. Und das ist unglaublich. Also ich bin von der ursprünglichen Version. Gib mir mal das andere. Das andere Buch, ja. So, dann halten wir die mal nebeneinander. Und dann könnt ihr das mal gucken. Ich bin wirklich von dem anderen Buch, jetzt wird es schwer, Freunde, von dem anderen Buch schon begeistert. Aber das hier, das toppt alles. Das toppt wirklich alles. Dieses Buch ist der Holy Grail of all time. Ich glaube, dass, also, ne, ich danke, danke, dass ich das haben darf. Und danke, dass ich es mit euch teilen darf. Und danke, dass ihr mir ganz viele Likes dafür gibt. Ich bin so glücklich. Ich kann es euch gar nicht sagen. Ich hätte niemals gedacht, dieses Buch zu haben. Ich weiß gar nicht, was ich alles sagen soll. Ihr seht, ihr kennt meine Videos. Bei mir ist ja nie irgendwas geschnitten. Bei mir ist nie irgendwas vorbereitet. Ich habe nie ein Konzept mir aufgeschrieben oder sonst irgendwas. Ja, jetzt dürft ihr Mutu Dad einfach mal ein bisschen sprachlos erleben. Das ist ein Schatz. Und diesen Schatz, den werde ich hüten. Danke fürs Zugucken. Liebe Grüße. Bleibt gesund. Ich freue mich gerade wie Sau. Tschüss. Tschüss. Wahnsinn, oder? Ist das schön? Ja.